Hallo ihr Lieben, heute ist es schön und sonnig und wir dachten, dass wir machen einen kleinen Ausflug nach Kassel und ich dachte, ich nehme euch auch heute mit. Wir haben schon etwas uns angeschaut. Wir werden nach dem Kassel Schlosspark fahren und es sieht auf den Fotos wirklich schön aus und ich bin gespannt, wie es dann in Wirklichkeit aussieht. Jetzt nur die Snacks mitnehmen und es geht los. So, jetzt sind wir angekommen. Wir sind noch ganz am Anfang in dem Park. Es heißt Burgpark. Burgpark? Burgpark Wilhelmshöhe. Und es gibt hier vieles zu sehen. Wir sind gerade in dem Park und ich denke, es ist im Frühling bestimmt noch schöner. Es sind schöne Bäume hier und da ist schon der erste Schloss, glaube ich. Und jetzt geht's dann dahin und wir sehen uns um, was es so hier alles zu sehen gibt. Wir haben unsere Tour jetzt angefangen und sieht so aus, dass wir Fallturm angefangen haben, aber macht nichts. Wir machen das so nach unserem Stil sozusagen. Und es gibt hier am Anfang so eine, oder am Ende so ein kleines Teich und es sieht hier schön aus, ganz schön ruhig und auf der anderen Seite ist so ein kleines Wasserfall und man sieht es ganz bis oben, da sind so kleine Ruinen oder so, da gehen wir gleich hin und schauen uns um. Wir sind immer noch nicht ganz weit gekommen und ich bekomme schon etwas Ärger von meinem Mann, weil wir so langsam gehen, aber es ist wirklich schön. Das ist der Aquädukt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und von hier sieht man den ganzen Weg, den wir hochgegangen sind. Und ich denke, man könnte einfach einen ganzen Tag hier nehmen, sich frei nehmen und hier hinkommen und einfach die Zeit hier im Park genießen. Wie gesagt, wir sind erst am Anfang und wir haben schon etwas Angst, dass die Parkplatz-Ticket uns nicht reicht. Aber es ist etwas schwierig, schnell weiterzugehen. Man will das Ganze einfach genießen. Wir sind jetzt schon weit gekommen. Da ist das Schloss. Schon ganz ordentlich von uns entfernt. Aber die Aussicht von hier ist auch ganz schön. So, das ist die Brücke, die wir gerade von unten gesehen haben. Das heißt Teufelsbrücke. Und wir kommen jetzt auf die Brücke, um zu schauen, wie es von der Brücke aussieht. So, das hier ist so eine Steinkonstruktion, so nenne ich das, aber es heißt Steinhöfer Wasserfall. Es gibt hier sehr viele Wasserfälle und es sieht sehr schön aus für mich. Als jemand von Finnland ist alles mit Natur ganz besonders und ich könnte hier einfach den ganzen Tag bleiben, einfach das Ganze genießen, die ruhige Energie sammeln, das ist sehr schön. Ich bin schon voller Freude, weil da ist der nächste Ziel, das ist der Löwenburg und es sieht schon von hier ganz schön aus und ja, ich freue mich schon. Let's go! So, wir sind jetzt fast angekommen. Beim Löwenburg, auf der linken Seite, hier,
gibt es noch einen Garten. Gerade ist, wie gesagt, Februar. Da gibt es wahrscheinlich nichts anzuschauen. Aber wenn man hierhin im Sommer oder Frühling kommt, dann ist bestimmt auch was zu sehen da im Garten. Ja, wir sind etwas zu spät hier angekommen. Der Löwenburg ist am Samstag nur bis 16 Uhr geöffnet. Das heißt, wir haben es nicht geschafft diesmal. Ja, das ist 16:01 Uhr. Bitter, aber dann beim nächsten Mal. Ich bin wirklich beeindruckt. Sieht aus wie aus einem Film. Sehr schön. Löwenburg. Wir haben es doch ganz kurz in den Hof geschafft, aber jetzt wird es geschlossen und ich würde euch empfehlen, wirklich dann aufzupassen, an welcher Uhrzeit darf man dahin, so dass man nichts verpasst. Aber hier von außen sieht es auch ganz schön aus. So, jetzt spazieren wir von einer Ziel nach andere durch den Wald hier. Der Wald ist auch wunderschön, auch jetzt gerade im Februar. Es ist bestimmt schön im Frühling und im Sommer, aber das gefällt mir so auch. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ganz schön sportlich hier, wenn man die alle Ziele, alle Sehenswürdigkeiten sich anschauen will, dann am besten Wanderschuhe und nicht sowas. Aber ja, bequeme Schuhe und man kann auch sich ruhig was zum Essen mitnehmen für ein Picknick, weil es hier viel Bänke gibt und Platz, wo man einfach hinsitzen kann. So ein kleiner Tipp von mir, während wir hier durch den Wald spazieren. So, das hier ist die Neptungrotte. So heißt es, Grotte, glaube ich. Ich entschuldige mich, wenn ich was falsch ausspreche. So, da sollte eigentlich auch Wasser sein. So sah es auf den Fotos aus. Und ich habe mich eigentlich am meisten auf diese Stelle hier gefreut, aber es sieht gerade geschlossen aus. Es sieht so, als ob da irgendwas renoviert wird. Und wenn man hier so ganz nah kommt, kann man da, glaube ich, den Neptun sitzen sehen. Es sieht wirklich schön aus, nur etwas schade, dass es jetzt ohne diesen Wasserfall ist, aber sieht trotzdem wirklich schön aus. Oha, lange Weg nach oben. Let's go. So, da ganz, ganz unten haben wir angefangen. Puh. Und es geht noch steil nach oben. Wir sind nicht ganz oben, aber sind fast da. Und die Aussicht hier ist einfach unglaublich, man sieht den ganzen Stadtkassel da. Wirklich schön, aber anstrengend. Wir sind jetzt schon wieder zu Hause. Eigentlich wollte ich euch den Fazit von der Reise noch am Reiseziel zu filmen, aber es wurde dann mittlerweile schon sehr dunkel und ich habe es nicht geschafft, dann dort vor Ort noch den Ende zu filmen, den Fazit zu filmen. Deswegen jetzt von zu Hause. Wir haben es ganz bis oben geschafft. Es war zwar etwas anstrengend, die ganze Treppen hochzulaufen nach dem ganzen Tag in dem Park. Wahrscheinlich ist es eine bessere Idee, damit anzufangen, so dass man danach eine kleine Pause macht und erst dann weitergeht. Für uns war die Zeit dann schon knapp. Deswegen müssen wir ganz schnell durch und auch die Treppen ziemlich schnell hochlaufen, um es noch zu schaffen. Und wir hatten auch schon Hunger. Deswegen haben wir auch dann das Ganze etwas schneller gemacht. Aber der Blick von oben ist unfassbar schön und es lohnt sich, die Treppen hochzuklettern. Und danach haben wir uns dann Pause gemacht im Restaurant und etwas gegessen. Und es hat dann etwas länger gedauert als geplant und es wurde schon wirklich, wirklich dunkel. Es war schon komplett dunkel und der Park war nicht beleuchtet. Das war so ein
großes Minuspunkt von uns eigentlich, dass da kein Weg ist, auch der Hauptweg ist nicht beleuchtet. Das heißt, wenn man jetzt wie wir die Zeit nicht ganz so gut plant und wir haben auch viele andere dort gesehen, das waren jetzt nicht nur wir, dann muss man durch den ganzen Park im Dunkeln laufen und es ist ja Waldpark, da gibt es auch Äste und der Boden ist nicht ganz gerade. Man muss wirklich aufpassen, wie man da geht. Aber zum Glück hat man mittlerweile auf jedem Handy eine Taschenlampe und so haben wir es dann trotzdem gut zum Auto geschafft, aber das war für uns dann so ein Minuspunkt am Ende des Tages, wo wir schon erschöpft waren. Wir waren schon müde und wollten einfach schnell zum Auto und dann, ja, man kann sich das auch vorstellen, wie das dann ist. Aber in Ganzem würde ich sagen, der Park hat mir wirklich gefallen. Mir hat am meisten wahrscheinlich als Finnin und als jemand, der Natur wirklich liebt, hat mir am meisten die ganze Natur dort gefallen. Es war wirklich ruhig. Ich denke, das hat was mit der Jahreszeit zu tun. Nicht so viele fahren jetzt dahin und man könnte die Vögel hören und die Wasser von den Wasserfällen und einfach den Tag ruhig dort genießen. Und die Natur sieht auch in dieser Jahreszeit wirklich schön aus. Und natürlich sind alle diese Sehenswürdigkeiten auch wirklich schön und man will die auch sehen, aber diese Natur war für mich ein ganz großes Highlight. Wenn ich mir jetzt die nächste Reise einplanen würde und auch jemandem diese Reiseziel empfehlen würde, würde ich empfehlen, mindestens 6 Stunden Zeit für sich zu nehmen. Der Park ist wirklich riesig und man braucht wirklich Zeit und man will nicht einfach im Eile durch den ganzen Park laufen, weil es dann wirklich anstrengend wird. Das macht dann nicht so viel Spaß und ich würde auch empfehlen, dass man ab und zu so kleine Pausen macht. Man nimmt sich was zum Essen. Für Picknick, da gibt es viele schöne Plätze, wo man dann ruhig sich hinsetzen kann und die Zeit einfach genießen kann, ein bisschen Energie tanken kann. Und ja, das würde ich unbedingt empfehlen, weil da gibt es auch zwar ein paar Essensmöglichkeiten, aber eine, den wir gesehen haben, war im Schloss ganz am Anfang. Da gibt es eine Café und dann man muss durch den ganzen Park schon laufen bis zu diesem Restaurant. Das heißt, in dem ganzen Park haben wir keine anderen Essensmöglichkeiten gesehen und man kriegt schon Hunger beim so einem Spaziergang und den ganzen Tag im Park. Deswegen was Schönes mitnehmen und einfach dann sich im Park entspannen und Energie tanken an einem schönen Ort. Was ich noch empfehlen würde, ist bequeme Kleidung, bequeme Schuhe vor allem, weil man so viel laufen muss und auch im Voraus checken, ob diese Wasserfall, ich weiß nicht, oder Wasserfountain, wie man das auf Deutsch sagt, aber diese Neptunsgrotte, so dass es dann wirklich funktional ist, das ist ein großes Highlight, denke ich. Und auch die Uhrzeiten im Voraus checken, so dass wenn man dann die Gebäude, die Sehenswürdigkeiten auch von innen besichtigen will, dann hat man auch diese Möglichkeit. Wir haben jetzt im Winter dorthin gefahren, im Februar. Ich würde sagen, der Park ist bestimmt viel schöner im Frühling, Sommer oder Herbst. Es hat mir trotzdem jetzt im Winter gefallen und es war sehr, sehr ruhig. Ich bin mir sicher, dass es dann an anderen Jahreszeiten nicht so ruhig ist, aber ich kann mir vorstellen, wie schön die Natur ist dann, wenn es alles wieder grün wird. Deswegen würde ich persönlich nochmal dorthin fahren, wenn es dann wieder grün ist, entweder im Frühling, Sommer oder Herbst. Vor der Reise war ich wirklich gespannt, ob es mir dort gefallen wird und mein Reiseziel sozusagen war diese Neptunsgrotte und wie gesagt, es war nicht funktional und ich war sehr enttäuscht und wenn das jetzt das Einzige im Park wäre, dann würde ich auch wirklich enttäuscht sein. Aber wie gesagt, dort gibt es viel zu sehen. Es ist nicht die einzige Sehenswürdigkeit. Und vor allem
die ganze Natur war so schön, dass es dann das Ganze einfach hochgehoben hat und die ganze Reise wirklich schön gemacht hat. Ich würde dieses Reiseziel wirklich empfehlen, und wenn du auch gerne Zeit im Wald verbringst und die Zeit und die Ruhe im Wald genießt, dann wird dir dieses Park auch wirklich gefallen, und die ganze Sehenswürdigkeiten sind auch ein großes Bonus natürlich. Und ja, es gibt einfach sehr viel Schönes dort zu sehen und man kann sich wirklich gut in dem Park auch entspannen. Mich würde es noch interessieren, ob du schon im Kassel und in diesem Park warst, und wenn ja, dann an welcher Jahreszeit, weil ich mir dann die nächste Reise schon plane und denke mir, wann sollte man dann am besten dorthin fahren. Und wenn noch nicht, dann würde es mich interessieren, ob du dieses Reiseziel für dich demnächst noch planen würdest. Sag mir gerne in den Kommentaren. Wenn dir mein Reisevideo gefallen hat und du es hilfreich fandest, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.